Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm. Ich bin jetzt hier mal auf Spielen gegangen. Dann kommen wir hier in ein Menü. Lili anklicken, um den Helden zu wechseln. Unterstützung Fernkampf. Wir können hier die Skins für die Gute auswählen, so wie das ausschaut. Jawohl. Gut, hier können wir dann das Reittier umändern. Fliegender Teppich, irgendeine Echse. Das sieht natürlich auch cool aus. Das ist von StarCraft, der Predator, glaube ich, hieß der. Würde ich vermuten. Ah, der passt auch nicht so wirklich. Cyberwolf heißt der, okay. Naja, gut. Kann nicht gekauft werden, Terrorwolf. So, hier können wir die Fähigkeiten von Lili angucken. Hier können wir die Talente angucken. Schnellsuche, Coop können wir auswählen. Heldenliga, Spielerstufe 30, sind wir noch lange nicht. Teamliga. Teams zusammen, eigene Spiele, okay, da können wir die Maps wahrscheinlich angucken, würde ich mal sagen. Aber wir machen jetzt einfach mal Schnellsuche, oder machen wir erstmal üben. Naja, komm, Schnellsuche, würde ich sagen. So, warum kann ich, ist noch nicht freigeschaltet, okay, da muss ich mir jetzt einen Helden auswählen. Abatur, okay, Fragezeichen. Wir haben hier Arthas. Arthas ist ein Krieger im Nahkampf, konfrontiert seine Gegner und friert sie ein und verlangsamt sie. Frostkrams Macht verstärkt seine Angriffe. Dieser Held ist Teil der Heldenrotation und kostenlos verfügbar. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Helden sind verfügbar, alles klar. Dann würde ich mal sagen, da stehen wahrscheinlich auch irgendwie die Level drunter, da können wir sie direkt kaufen, was natürlich auch cool ist. Wir haben Elite Tauchen Chief Band Dingsbums, glaube ich. Wir haben Lily noch und wir haben Tychus. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal. Ah, okay, hier können wir das Universum auswählen. Diablo, und was ist das? Was ist B? Das ist B, Lost Vikings. Ah, okay. Das sieht natürlich auch mega witzig aus. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir einfach mit Arthas. Gucken uns noch schnell seine Fähigkeiten an, fügt seinem Ziel Schaden zu oder halt Arthas, macht Gegner im Wirkungsbereich bewegungsunfähig und fügt ihm Schaden zu, fügt Gegner in der Nähe Schaden zu und verlangsamt sie, verbraucht Mana, solange die Fähigkeit aktiv ist. Als Eigenschaft haben wir aktivieren, um den nächsten Angriff zu verstärken und beim Treffer Mana wiederherzustellen, das ist cool. Und als heroische Fähigkeit können wir entweder Seen Dragosa herbeirufen. Das ist laut Bild ein Frostwurm, der die Gegner verlangsamt und ihnen Schaden zufügt, friert Diener und Gebäude ein. Klingt schon mal cool. Armee der Toten beschwört Ghule, die geopfert werden können, um Arthas zu heilen. Das ist natürlich auch cool. So, Talente würde ich sagen, stellt mal, ja, Krieger Nahkampf, Schwierigkeit Mittel, ja, scheiß doch drauf, wir stürzen uns in den Kampf. Frost. So, Skins können wir nochmal angucken, haben wir eh nicht. Arthas Frostwurmrüstung, Elite Arthas und Kronprinz Arthas, alles klar. Reittiere haben wir sowieso nicht. Und dann hoffe ich mal, dass wir möglichst schnell ein Spiel finden über die Schnellsuche und hoffe, dass wir nicht megamäßig verkacken. Mit Gold kannst du da mit Gold, okay. Kann auch kurz aufs Profil gucken. Gewertet Spiel und nicht gespielt. Krieger, Assassin, Unterstützung, Spezialist, okay. Helden insgesamt, Spielerstufe 1, haben wir auch nicht. Gegen die KI können wir natürlich auch spielen. Na komm, wir machen erstmal gegen die KI, würde ich sagen. Gehen wir erstmal in den Übungsmodus. Oder wir probieren einfach mal alle durch, würde ich sagen. Können wir eigentlich machen. Probieren wir alle durch. Mache ich hier mal üben. Spiel reit, Spiel beginnen. Um uns da ein bisschen reinzufinden und uns mit den Helden vertraut zu machen. Die willkommen auf dem Schlachtfeld. Unser Schlachtfeld sind die Geisterminen. Wage dich unter Tage. Von Zeit zu Zeit öffnen sich die Geisterminen und geben eine Armee aus Untoten frei. Sammle Schädel und entfessle einen Golem. Das klingt doch schon mal ganz cool. Willkommen in den Geisterminen, törichte Helden. Hier herrscht der ewige Tod. Bald werden sich die Geisterminen öffnen und das Grauen im Innern wird erwachen. Erschlag
die Untoten, raubt ihnen ihre verfluchten Schädel. Daraufhin werde ich meine mächtigen Knochengolems vom Tode erwecken. Sie werden die Verteilung voll Magier in Schutt und Asche machen. Seid ihr interessiert? Jo, klingt doch ganz cool. So, das ist natürlich wieder eine andere Map als vorher. Wir sind auf dem Kumpelino. Ah, da ist der Kampfpanzer. Gut, dann gucken wir mal, wo die anderen auf welche Map die gehen. Wir haben hier unseren Todesmantel, heulende Böe. Frostkram hungert. Ist auch eine Fähigkeit zum Aktivieren diesmal, alles klar. Stellt mehr Mana her oder verringert regelmäßig den Schaden erlittener automatisch angreifen. Ja, okay, also scheint, als wäre für uns die obere, untere Lane. Gehen wir einfach mal auf die untere mit. Keine Ahnung, was hier abgeht. Gehen wir einfach mal auf die untere mit. So, achso, ich kann ja auch Reittier. Stimmt natürlich. So, wo gehen die denn hin? Da ist irgendwas zum Einnehmen. Gehen wir doch gleich mal hier gucken. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal blocken. Um ein bisschen länger zu überleben. Okay, da gehen wir hier mal drauf. Beobachtungspunkt. Ah, er liest schon selber vor. Jo, gut. Das heißt, wir sehen es, wenn dann ein Gegner vorbeikommt. Was eigentlich ziemlich cool ist. So, und da es scheinbar auch kein Ding hier gibt. So, was war das denn? Bricht also den Sturm ab. So, haben wir gleich mal zwei Kills gemacht hier. Jo, das läuft doch schon mal. So, machen wir hier mal ein bisschen Mana wieder zurückholen. 10 Sekunden, 12 Sekunden Ablenkzeit, ist eigentlich ganz cool. So wie ich die Sache sehe, aber ich kann jeden Helden heilen, das ist natürlich auch cool, dann heilen wir mal Diablo. Doch nicht. Warum geht das jetzt nicht? Ach so, kann nur auf meinen Helden selbst angewandt werden. Wie mache ich das? Wahrscheinlich da unten drin. Ach, ich habe volle Mana. Na, gehen wir uns mal hier. Ah, okay. Na gut. Ah, okay, da ist es mein Blocken gekommen. Dann machen wir das doch mal hier wieder. Holen uns wieder ein bisschen Mana. So, hauen wir die auch noch gleich um hier. Ist ja ganz gechillt hier. So, machen wir das mal wieder aus hier. Für unsere Mana. Öffnung der Minen in 10 Sekunden. Dann mal gucken, wo die öffnen. Dann reite ich schon mal irgendwo in die Mitte. Vielleicht ist es da ja irgendwo. Nehme ich an. So, dass quasi beide Teams die Gelegenheiten... Ah, da unten. Ach, da, okay. Na gut, dann hüpfe ich jetzt hier mal rein. So, wir sind jetzt hier unten, unter Tage. Ein Talent willen. Sind wir schon Stufe 4? Erhöht dann. Verringert den Schadensbonus von Frostkram hungert. Ach komm, holen wir uns das mal. So, da kommen auch unsere Teammitglieder. Das ist schon mal cool. Da können wir nämlich hier ordentlich Action machen. So, machen wir das Ding hier mal wieder aus. Beziehungsweise laufen wir in die nächste Gegnergruppe rein. Können wir es mal kurz heilen hier. Na, ganz cool eigentlich. Wir kriegen hier irgendwelche Bonus-Dinge. Ah, da ist Tychus. Gesagt, aber der lebt auch nicht lange. Mana ist niedrig. Ja, okay, vielleicht soll ich den eisigen Sturm vielleicht doch nicht so exzessiv benutzen. So, da oben läuft Lilly. Die kriegen wir nicht weggesnackt. Oder vielleicht doch. Da, komm her. Kerrigan ist hier, alles klar. So, Kerrigan läuft aber weg. Gegner getötet, da kommt hoffentlich... Ah, jetzt hat er mich gestunt, der Drecksack. Wo ist denn mein Team denn bitte? Ach komm, jetzt geht doch endlich mal drauf hier. Ja, das merke ich selber, dass wir wenige Lebenspunkte haben. Aber die kriegen wir noch down hier. Haben aber kaum noch Mana. So, da kommt der nächste Gegner an. Wir heilen uns das einfach mal hier ein bisschen. Hab nämlich keine Lust drauf zu gehen. Arthas ist halt mehr so der tankige Gegner, so die holen wir uns hier noch. Ah, die macht mir ordentlich Schaden, was ziemlich uncool ist. Ich hoffe, die kriegen wir, wir aktivieren mal den eisernen Eissturm hier noch. Und wir haben sie gekriegt. So, jetzt würde ich aber sagen, müssen wir mal echt zurück.
ist niedrig. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Ja, bin ich ja schon. Okay, da kriegen wir jetzt beide Golem. 82 und 18. Okay, vielleicht kriegen wir doch nur wir den Golem. Mal gucken, so neues Talent. Verursacht Flächenschaden, aufeinander automatische Angriffe heilen. Jeder dritte Auto stellt 3% Leben wieder her. Frostkram, ja komm, mach mal Wundheilung. Bauen wir halt ein bisschen tanky, so da ist unser Golem. Da ist der feindliche Golem. Okay, scheinbar hat sich, mussten wir wohl einfach da unten in der Mine quasi die Dingbums töten. Die Viecher, die da rumstanden, und umso mehr wir getötet haben, umso besser wird dann unser Golem, so wie das ausschaut. So, dann mal gucken, wie viel wir da hier eingegriffen bekommen. Hier, die ist auch noch weg hier. Macht man Schaden. Ja, das macht auch Schaden dagegen. Ich glaube, Mana klauen. Scheint fast so, ja. Sehr schön, dann stehen wir schon mal in der gegnerischen Basis. Ne, das stehen wir noch nicht ganz. Da kommt noch mal ein. Das ist nur so eine Art Vorturm. Aber wir holen uns Tychus hier noch. Den Vollidioten. So, das Ding. Unser Golem tankt ja scheinbar ganz ordentlich. Der Golem geht schon fast down. Ich glaube, ich porte mich mal zurück hier, um da oben ein bisschen auszuhelfen. Weil die kommen mir dann doch ein bisschen zu weit nach da vorne. Kerrigan dappt da ja auch noch rum. Und da habe ich gar keine Lust drauf. So, Valor läuft da unten wieder weg. Golem geht schon ordentlich ab. So, Kerrigan holen wir uns. So, schön. Schön. Machen wir also im Sturm hier. Und snacken hier so ein bisschen die Minions noch weg. Und wir sind schon wieder eine neue Stufe aufgestiegen. So, jetzt haben wir die hier erstmal ein bisschen mehr kommen. Dann gehen wir mal gucken, was hier ist. Na, das erstmal Talent wählen. Armee der Toten oder diese Fähigkeit, die ist gesperrt, warum auch immer. Warum ist die Fähigkeit beschwert? Naja, dann nehmen wir die Armee der Toten. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. So, holen wir uns mal die Ghouls, um es auszuprobieren. Ah, okay, opfert einen Ghoul, um mich zu heilen. Die Ghule machen scheinbar auch Schaden. Oder zumindest laufen die mir hinterher. Ah, da war noch was. Okay, dann habe ich was übersehen. So, die gehen nach oben. Dann gehen wir doch jetzt mal mit denen nach oben, würde ich vorschlagen. Auch wenn die jetzt direkt hier reinrennen. Das ist ein bisschen taktisch unklug gewesen. Aber naja, da hinten kommt der gleich Verstärkung an. Reittier will ich jetzt nicht, aber danke für die Information. So, gehen wir doch direkt mal auf den Turm hier. Mit allem, was wir haben. Schön, dass wir auch, echt schön, dass wir Fähigkeiten, alle möglichen gegen die Gebäude eindingsen können. Ja, das ist schon mal cool. Das heißt, man kann natürlich die Türme sich auch leer ballern lassen und dann einfach so draufhauen. Schon mal cool, also das Regenerationsbrunnen oder was? Egal, weg mit der Scheiße. So, das Ding hat wesentlich mehr Munition als der Rest. So, was geht da unten schon wieder ab? Da kommt schon wieder irgendein fettes Vieh. Das Ding will ich hier aber noch einreißen. So, den Turm da möglicherweise auch noch. So, dann machen wir jetzt ein bisschen aggressiv hier. Ja gut, das Ding ist ja schon wieder weg. Und dann porten wir uns mal zurück, bevor die hier zu weit vorkommen schon wieder. Würde ich vorschlagen. Öffnung der Mine. Die Mine öffnet sich gleich wieder. Das ist natürlich cool. Dann gehen wir mal zurück. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Ich nehme an, die Gegner werden... Ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Bevor die hier meine Türme kaputt machen. Der eine ist schon kaputt. So, wo sind wir denn zu Hause? Hier sind wir. Sind wir ja gleich da. Ah, der eine Turm steht noch. Das ist schon mal cool. So, Kerrigan holen wir uns noch hier. So, sehr schön. Dann können wir uns die auch noch holen hier. Hat uns ja auch nicht wirklich irgendwas entgegenzusetzen. Dann haben wir hier unten schon mal einen Vorteil, wenn wir dann... So, der Turm sollte das alleine schaffen. Dann gehen wir jetzt mal hier unten. Nach hier unten rein wieder. Und stauben hier mal wieder ein paar Mobs ab. So, nächstes Talent. Verringert regelmäßig
Den durch Fähigkeiten erlittenen Schaden halbiert die Dauer von Beeinträchtigungen. Ah, nehmen wir das Zauberschild einfach mal. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Die Dinger, die wir hier aufsammeln, stärken unseren Golem. Ist ja cool, dass wir gerade alleine hier unten sind. Da oben kommen die Gegner schon wieder. So, da kommt der Panzer an. Dann gehen wir erstmal nach oben hier. Und holen uns die Gegner hier ab, würde ich sagen. Der Panzer schafft es alleine da. So. Sherrigan weg. Und Vala noch weg. Du bleibst da, Kollege. Dreifach Kill. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann sammeln wir noch ein paar von diesen Dingern hier. Held des Sturms gefällt mir natürlich. So, da unten sind noch welche. Die snacken wir noch weg. Na ja, komm, den kriegen wir. Hoffe ich zumindest. So, da kommt. Da läuft der Gegner weg. Na, ja, der macht dann doch ein bisschen viel Schaden schon fast. Na, das kann ich vergessen. Vielleicht mit der Gula nehmen. Wenn ich jetzt hier ein paar wieder direkt opfere. So, jetzt kommt hier ein Gegner an. Ah, den Moor, den kriegen wir. Ja, jetzt hat Kerrigan mich weggezogen. Dann würde ich sagen, halten wir hier mal die Gegner auf erstmal. Ne, ne, nix Ruhestein hier. So, die haben ihn geholt, das ist schon mal sehr gut. So, die ist auch weg. Cool, cool. So, ich würde sagen, den Kampf um den Golem haben wir mal wieder gewonnen. Da kommen sie schon ziemlich ekelhaft vor. Nur erstmal ein bisschen Mana sammeln. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal von hier oben vor. Die sind nicht gerade bedrohlich nah und pushen hier nochmal zurück. Und da unten steht der Gegner, die Golem. Aber ich will es mit meinem Golem jetzt versuchen durchzupushen. Ich glaube, das können wir uns jetzt langsam mal gönnen. So, dann holen wir uns die mal hier. So gefällt mir das. Schön dreifach Kill. So, unser Golem da hinten. Warum ist das der Gegner nicht der Golem? Ach, meiner ist dann da unten. Wieso ist er so weit vorne gespawnt? Ja, da muss erstmal der Golem hier weg. Den muss ich jetzt wegkehren. Ja, ich weiß auch, dass ich mich schneller mit einem Rad hier bewegen kann. Musst du mir nicht immer sagen. So, das Mistvieh hat jetzt mein Ding hier eingerissen. Finde ich gar nicht immer so cool von dem Teil. Das stunt mich schon wieder. Scheint aber, es könnte man den Stun auch ausweichen. So. Dann mal Reittier. Und dann gehen wir da unten aushelfen. Oder wir holen noch mal... Wir holen noch die Söldner hier ab. Da sind auch noch Söldner. Holen wir einfach mal alle Söldner ab, würde ich sagen. Talent wählen schon wieder. Heilt. Immer erhöhte Selbstheilung. Ja, nehmen wir zwei automatische Angriffe. Dann können wir mehr Mana herstellen. So, eisigen Sturm. Na, die haben ordentlich Leben, muss ich sagen. Aber kriegen wir down, ist kein Stress. So, ach, ich muss jetzt hier noch ein bisschen stehen bleiben, genau. So, erstes Lager eingenommen. Auf geht's zum zweiten, würde ich sagen. Dann können wir da oben noch pushen. Da unten sind wir ja schon ziemlich weit gekommen. Da steht ja fast nichts mehr. Zumindest kein Turm. Dann können wir noch von oben rein pushen. Dann sollte das laufen. So, da kommt schon Verstärkung an. Finde ich ganz cool. So, das Lager gehört auch uns. Und dann holen wir noch das dritte Lager hier hinten. Auch wenn das ist, wo sind eigentlich die von dem oberen? Ah, da kommen jetzt schon Belagerungsmaschinen mit an. Das ist natürlich auch interessant. Ja, ist okay. So, da oben geht schon wieder ordentlich Gemetzel ab. Da ist das erste Lager. Da sind beide Lager jetzt oben. Vielleicht kommt das dritte auch nach oben. Das wäre natürlich mega cool. So, da kommt Lily an, um mir zu helfen. Finde ich natürlich auch wiederum cool. Machen wir das schnell noch an, dass es hier ein bisschen schneller geht, dass wir hier oben durchpushen können. Dann könnten wir eigentlich... Ja, gehen die jetzt... Die gehen auch wieder oben lang. Wieso gehen die alle immer oben lang? Gut, dann sollen die oben mit der ganzen Verstärkung durchpushen. Ich gehe hier hin zurück, um zu verhindern, dass sie hier durchkommen.
Wir haben ja auch nicht mehr so viel Leben, wir haben ja schon fast gewonnen. Ich würde fast sagen, dass wir die zweiten Minuten gar nicht mehr brauchen. Oh, die haben wir ordentlich weggesnackt. So, die sind schneller wie der. Da können wir eigentlich nebenher laufen. So. Dann gehen wir jetzt mal, das sollte passen. Das sollten die Einheiten da unten alleine hinkriegen. Dann gehen wir jetzt mal nach da oben. Das Ding lassen wir einfach mal in Ruhe, weil ich jetzt hier dieses Ding da kaputt kriegen will. Was auch immer hier die Lebensanzeige ist, die ich gerade nicht so verstehe, weil die kurzzeitig auf blau war. Beziehungsweise auf mehr auf blau. Und da haben wir schon gewonnen. Ach, hier unten sehen wir auch, was gerade so in der Mine abgeht. Das ist natürlich auch praktisch. Gekämpft. Und wir haben unser erstes Spiel gewonnen, wenn auch nur gegen Bots. Aber das ist okay, finde ich. Das ist, finde ich, okay. So, Arthas, da kriegen wir Stufe 2, 1000 Gold zugeschrieben. Erfahrung haben wir 6229 bekommen. Arthas Level, da müssen wir mehr Arthas spielen, um die zweite Heroisch-Fähigkeit des Helden freizuschalten. Das ist schon mal cool. 29 Kills, 0 Tote. Genug Schaden, ja, das ist schon okay. Ich meine, es ist KI, also von dem her, ja, KI halt. So, Talente bald verfügbar, können wir nicht machen. Auch okay, drücken wir erstmal verlassen. Es sind neue Helden eingetroffen. Klickt auf Held wechseln, um zu sehen, wer verfügbar ist. Über die Heldeninformationen unten links könnt ihr die jeweiligen Fähigkeiten und den Schwierigkeitsgrad einsehen. Jo, neue Helden, das ist, sind dann die... Sind doch gar keine neuen Helden. Habe ich vorhin 5 gesagt, es sind mittlerweile 6, aber es doch Rayner ist neu. Nee, der war vorhin auch schon da, oder? War er nicht? Ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Naja, mir egal. Weil wir sind jetzt für diese Folge leider schon wieder am Ende. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heroes of the Storm. Bis denne und tschüssi.